Wenn ihr ESO startet, werdet ihr mitbekommen, dass es einen neuen Launcher für den PC bekommen hat. Und dieser sorgt für Auflösungsprobleme und spinnt rum, insofern ihr schon mal irgendwann den Testserver installiert hattet. ESO Merch ist jetzt im Sale. Wenn er nicht ausverkauft wäre, beziehungsweise wenn Bethesda es hinbekommen würde, EU und NA Store gleichwertig zu behandeln. Und wer bisher keinen Zugang zum Transmutationssystem beziehungsweise der zugehörigen Handwerksstation den Transmutationstisch hatte, um zum Beispiel Set-Items von der Eigenschaft her anzupassen oder Set-Gegenstände zu vervielfältigen, der muss jetzt 2 Tage einloggen. Und damit herzlich willkommen zu den ESO-News. Gehen wir direkt rein in die spannenden Inhalte. Und es geht direkt los mit einem kostenlosen Teleportationsanimation, dem sogenannten Rückruf. Und zwar in diesem Falle hier den Goldstraßenrückruf, den wir kostenlos bekommen. Insofern wir uns zwischen dem 2. Juli und 15. August einmal in den Kronenshop begeben. Dort ist im Schaukasten ein gratis Rückruf zu erhalten. Und zwar als Voraussetzung, damit ihr den bekommen könnt, müsst ihr Champion wie weg sein. Das heißt also, ihr müsst quasi einmal, hier steht es auch nochmal, ihr müsst einmal den Erzählungsstrang des Gebiets Wartenfell abschließen. Damit ist die Hauptgeschichte gemeint. Das heißt also, ihr müsst nicht alle Nebengeschichten machen, sondern hauptsächlich das, was ihr angezeigt bekommt, wenn ihr in-game den Gebietsleitfaden durchklickt. Öffnet mal eure Map und geht mal auf den Knopf Gebietsleitfaden. Am PC befindet sich das Ganze auf der linken Seite. An der Konsole müsste es irgendwo eine Taste dafür geben, wenn ihr die Map öffnet. Und dann könnt ihr dort sehen, beziehungsweise könnt dort die Hauptgeschichte wie Vex verfolgen, um möglichst schnell an diesen neuen Rückruf zu kommen. Des Weiteren solltet ihr auch mindestens 2x einloggen, um eine besondere Sache zu erhalten, zu der wir gleich kommen. Deswegen dranbleiben. Aber es lohnt sich auch noch öfter einzuloggen in diesem Monat, denn wenn ihr 9 Tage einloggt, dann bekommt ihr 500 Siegel der Bestrebung gutgeschrieben. Wenn ihr 14 Tage einloggt, bekommt ihr dieses aileidische Monokel. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Spricht man das eigentlich so aus, Monokel mit so langem O, oder spricht man das anders aus? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Des Weiteren gibt es bei 21 Tagen 50.000 Gold. Ja, ist ganz nett. Ja, hier nochmal eine Übersicht von all den tollen Sachen, die uns diesen Monat jetzt erwarten. Unter anderem, wenn ihr 2 Tage lang einloggt im Juli, dann bekommt ihr ein gratis DLC, und zwar das besagte Stadt der Uhrwerke DLC. Und in der Stadt der Uhrwerke, in der sogenannten Messingfeste, befindet sich die einzig im Spiel zugängliche Transmutationsstelle. Wenn man denn nicht schon in Gildenhäusern, also Häusern von anderen Spielern, eine zu stehen hat. Dann ist jetzt vielleicht für alle interessanter, mal reinzuschauen, denn bei dieser Transmutationsstelle könnt ihr die Eigenschaften eurer Items verändern und darüber hinaus könnt ihr dort auch Gegenstände vervielfältigen. Und das auf ganz normalen, vom Spiel erlaubten Wege. Ich habe euch hier oben mal verlinkt, wie das funktioniert. Und auch nochmal verlinke ich euch ein extra Video, wo ihr seht, wie ihr die Transmutationssteine, die ihr braucht als Währung, um das Ganze zu nutzen, am besten erfahren könnt. Und natürlich habe ich auch einen Geheimtipp für euch, wie ihr über 1000 Transmutationssteine bzw. über 500 Transmutationssteine lagern könnt. Denn die sind ja eigentlich begrenzt. Eigentlich. Es gibt aber auch noch andere coole Sachen. Und zwar erwartet uns ein PvP- bzw. Battlegrounds-Wochenende. Und zwar vom 11. bis zum 16. Juli. Da gibt es dann 25% mehr Allianzpunkte und es wird nur Chaosball als Spielmodi verfügbar sein in diesem Wochenende. Des Weiteren im selben Zeitraum, vom 13. bis zum 14. Juli, findet wieder die sogenannte ESO-Taverne in Deutschland statt. Und zwar auf der Wasserburg Heldrungen. Ich hoffe, ihr habt alle schon ein Ticket bekommen, denn jetzt noch eins zu bekommen, ist so gut wie unmöglich. Dementsprechend, ich erwarte euch da und freue mich sehr, euch da wieder anzutreffen dieses Jahr. Ich werde wieder 2 Sachen mitbringen, und zwar eine Sache für mich, eine Sache für euch. Und zwar in der Vergangenheit wurde ich irgendwann mal nach Autogramm gefragt. Eine super weirde Situation für jemanden wie mich, so einen kleinen Niemand. Und damals habe ich mir gedacht, damit sich das nicht so komisch anfühlt, möchte ich auch ein Autogramm von euch haben, wenn ihr was von mir haben wollt. Und zwar habe ich da das sogenannte Community-Buch ins Leben gerufen. Das ist so eine Art, ja, Gästebuch, so wie man sich das beispielsweise vorstellen kann, wenn man jetzt in irgendein Museum geht oder sowas. Und da könnt ihr mir einfach ein paar nette Worte hinterlassen oder auch einfach nur reinschreiben,
was weiß ich, Hans-Peter war hier. Sucht euch auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall freue ich mich da schon. Hier seht, da sind noch einige weiße Seiten drin, aber da ist auch schon eine ganze Menge voll. Also dementsprechend, ich hoffe, ihr verewigt euch da drin. Sprecht mich bitte also auf jeden Fall auf der ESO-Taverne drauf an. Ich bin natürlich für euch da und ich möchte gerne mit so vielen wie möglich von euch ein, zwei Sätze beziehungsweise einige Minuten über ESO mich austauschen. Lasst uns fachsimpeln, nicht nur einige Minuten, so viel Zeit, wie wir halt gemeinsam haben. Also in diesem Sinne, kommt zu mir. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen. Und ich habe auch was für euch mitgebracht. Und zwar haben wir uns schon vor einer Weile gedacht, so langweilige Postkarten als Autogrammkarten hat ja jeder. Deswegen hat meine Freundin für euch aus unseren Emotes solche Sammelkarten gemacht. Sammelkarten aus PVC, die kann man nicht für Echtgeld kaufen oder sowas, sondern die könnt ihr dann auf der ESO-Taverne bekommen. Ich drücke euch dann Stapel in die Hand, ihr sucht euch ein, zwei aus, die euch gefallen und ich unterschreibe euch die dann an der Stelle. Dementsprechend, ja, meldet euch auf jeden Fall gerne bei mir. Ich würde mich freuen, so viele wie möglich davon an euch loszuwerden. In diesem Sinne, kommt auf jeden Fall auf mich zu und ich würde mich freuen, mit so vielen wie möglich mit euch zu interagieren, denn genau das macht mir zum Beispiel beim Livestream Spaß und so macht mir das Ganze auch Spaß, wenn ihr dann physisch vor Ort seid. Also, das wird ein richtig geiles Event. Des Weiteren gibt es ein Mini-Ingame-Event mit 100% mehr Erfahrung vom 18. bis zum 23. Juli. Während diesem Event wird man allerdings keine Ereignisscheine bekommen. Für alle, die Alienware-Login Bedingungen erfüllen und sich da ein Konto erstellt haben, gibt es ein Kostüm, was es irgendwann mal schon mal als Twitch-Shop gab und 3 Schriftrollen. Nett, aber verzichtbar. Darüber hinaus ist hier schon der Zeitrahmen des neuen Events angekündigt und zwar nach dem Zenitas Eifer Event kommt das Weißplankengemetzel, das PvP-Event und zwar vom 25. Juli bis zum 6. August. Also es erwartet uns am Ende des Monats. Da gibt es dann jede Menge Allianzpunkte und Gründe, das PvP zu besuchen. Es gibt auch Gründe, Twitch zu besuchen, denn wenn ihr dieses Video hier seht, wird kurz nach dem Ende dieses Videos hier oder kurz nachdem dieses Video hier hochgeladen wurde, ein Livestream stattfinden. Aber trotzdem gut, dass ihr dieses Video hier schaut, weil ihr könnt natürlich auch den Livestream im Nachhinein nochmal als Aufzeichnung anschauen. Ich meine damit nicht nur einen meiner Livestreams, sondern ich meine damit auch unter anderem hier an dieser Stelle einen Bethesda-Livestream. Ich werde diesen Bethesda-Livestream auf meinem Kanal twitch.tv/alexos restreamen. Das heißt also, ihr könnt gerne bei mir reinschauen und ich werde den kommentieren und werde euch das Ganze so gut wie es geht auf Deutsch übersetzen, denn der wird nur auf Englisch stattfinden. Schaut also gerne vorbei auf twitch.tv/alexos am Mittwoch. Da bin ich dann für euch da und werde euch das Ganze so gut wie es geht aufbereiten. Und dann werde ich natürlich, wenn es super spannende Sachen dazu erzählen gibt, auch nochmal ein Follow-up-Video hier auf YouTube machen, wo wir die News dann zusammenfassen. So oder so, schaut auf jeden Fall vorbei. Es wird Twitch-Drops geben. Und dementsprechend lohnt sich das auch. Wenn ihr schon vorbeischaut, dann würde ich mich natürlich freuen, kleiner Werbungsdisclaimer hier an dieser Stelle, wenn ihr mal nach Prime Gaming in eurem Google, in eurer Google-Suche sucht. Denn wenn ihr im Besitz von Amazon Gaming bzw. Amazon Prime seid, dann könnt ihr euer Amazon Prime mit eurem Twitch-Konto verknüpfen und könnt einen Content-Creator eurer Wahl unterstützen. Das muss nicht ich sein, aber es kann nicht sein. Dementsprechend schaut da gerne mal vorbei, lasst dieses Geld nicht liegen, das sind im Jahr aktuell über 48 Euro. Demnächst steigt übrigens der Preis für Abos auf Twitch von 4 Euro wieder auf 5 Euro, so wie es auch schon vor ein paar Jahren der Fall war. Dementsprechend sind es dann 60 Euro im Jahr, die ihr einfach so verschenkt, beziehungsweise verschenken könnt. Dementsprechend lasst sie nicht liegen, eure Content Creator freuen sich, wenn sie sich damit, weiß ich nicht, ein neues Mikrofon kaufen können oder die neue ESO-Erweiterung. Sucht euch aus, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei mir auf Twitch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort begrüßen zu können. Des Weiteren habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Elder Scrolls Online einen neuen Launcher hat. Ja, wir wurden alle gezwungen, ihn jetzt zu benutzen. Er war jetzt eine Zeit lang in der Beta. Nun ist er für alle öffentlich und er ist ganz cool. Er hat jetzt Soundeffekte. Ja, so ist ganz nett auf jeden Fall. Und einige haben sich gefragt, hä, warum ist denn der neue Launcher winzig? Lasst mich das einmal euch zeigen, warum der neue Launcher winzig ist und wie ihr den wieder so einstellt, dass er eben nicht mehr winzig ist. Ihr startet euer The Elder Scrolls Online einfach einmal, zack,
und dann öffnet sich bei euch der Launcher. So, dieser neue Launcher hier, der sieht vielleicht bei dem einen oder anderen erstmal relativ klein aus, weil wenn ihr einen WQHD oder 4K-Bildschirm habt, dann ist dieser Launcher hier von der Skalierung vielleicht nicht ganz richtig eingestellt. Ihr könnt dann hier auf das Zahnrädchen draufgehen und könnt die Skalierung vom Launcher ändern, beziehungsweise nicht auf das Zahnrädchen, sondern hier auf Barrierefreiheit. Geht hier auf Barrierefreiheit drauf, könnt ihr hier die Größe des Launchers nach Belieben ändern. Das wird allerdings erst angewandt, wenn ihr den einmal neu startet. Ne? Also wir können es jetzt hier mal machen. Jetzt seht ihr das hier. Zack, ne? Ist der Launcher größer. Für euch schön. Ist euer Launcher wieder in der Größe, wie ihr den gerne haben wollt. Ich lasse den jetzt mal in der Größe, wie er ist. Dementsprechend, wenn euer Launcher zu klein ist, dann nutzt das hier an der Stelle, damit ihr den wieder in der Größe habt, wie er für euch passend ist. Öffentlicher Testserver-Häkchen natürlich am besten setzen. Soundeffekte finde ich ganz nett. Ist, glaube ich, standardmäßig nicht gesetzt. Kann man aber machen. Und ich habe auf jeden Fall in System-Tray verkleinern noch angeklickt. Denn wenn wir dann ESS Online starten, minimiert sich der Launcher und landet hier unten als Icon. Das halte ich zumindest für sinnvoll. Ne? Also dementsprechend der neue Launcher. Jetzt wisst ihr Bescheid. So könnt ihr ihn euch wieder auf die Größe holen, wie ihr wollt. Falls ihr Probleme damit habt, dass der Launcher bei euch nicht richtig das Spiel starten möchte, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch. Vermutlich liegt es daran, dass ihr irgendwann mal den Testserver installiert hattet, in der Vergangenheit. Kann schon Jahre her sein, auf jeden Fall lässt sich das Problem Stand jetzt nur so lösen, indem ihr alles löscht und neu installiert. Dazu müsst ihr nicht nur das Installationsverzeichnis von The Elder Scrolls Online löschen, sondern ihr müsst auch in euren Dokumente-Ordner, dann in euren Elder Scrolls Online-Ordner und dann müsst ihr hier alles löschen, außer Addons und Save Variables, die könnt ihr behalten, alles andere muss weg. Na, das heißt also, ihr müsst dann auch euren Spielklienten neu einstellen. Habt ihr das einmal getan, also einmal das Installationsverzeichnis und das Dokumenteverzeichnis gelöscht, Elder Scrolls Online sauber neu installiert, dann lässt sich euer Spiel auch wieder ordentlich starten. Ist ein bisschen Arbeit, aber so ist es eben. Manchmal funktioniert es nicht sofort auf Anhieb. Es gibt noch einen anderen Workaround. Irgendwo dazu gab es im Forum einen Beitrag. Wenn ihr den findet, ich habe ihn nicht sofort gefunden. Es gibt noch irgendeinen anderen Workaround dafür. Das ist aber jetzt der, der zuverlässig funktioniert. Wenn ihr das Problem habt und im Forum den Link dazu habt, postet ihn gerne hier in die Kommentare. Ich werde den dann freigeben, sodass alle anderen den Link auch anklicken können. Eine kleine News, die es noch dazwischen zu schieben gilt, ist der Kronenshop. Der Kronenshop für den aktuellen Monat Juli ist erschienen und wir gucken uns natürlich noch in diesen News hier an, worum es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte. Wir kriegen wieder als ESO Plus Mitglieder eine Statue geschenkt. Die ist auch nicht hässlich, also kann man ruhig mitnehmen. Dann, ich nehme mal an, für Kronenedelsteine, ja, brauchen wir uns gar nicht lange anschauen, will eh niemand haben, geht's weiter mit Kronhandwerksstile der Rovadra, die wieder erspielbar sind. Und hier steht auch nochmal ein bisschen was dazu, wie man, dass die ESO Plus Mitglieder, die anscheinend vergünstigt bekommen werden. Alles klar, gut zu wissen. Dann gibt es Waffen Barlogs ohne jegliches Bild und richtig, richtig cool Waffen der Blinden. Ich bin ganz ehrlich, für sowas 2.000 bis 3.000 Kronen auszugeben, ey, warum nicht? Ich weiß ganz genau, was ich bekomme. Ich kann auf die Sachen im Kronenshop mit der Vorschau reingehen und kann mir auch noch die zwei Stile anzeigen lassen, die hier nicht angezeigt werden, weil zum Beispiel hier sind ja meistens eher 5 Sachen, die da drin sind, meines Erachtens. Also noch ein Stab und noch eine, weiß ich nicht, ein Zweihandschwert oder sowas. Ja, das fehlt jetzt hier in dem Bild. Das kann ich mir da alles im Detail anschauen und ich weiß genau, was ich mir kaufe. Dementsprechend sieht mega geil aus. Werdet ihr euch das holen? Also ich könnte mir gut vorstellen, mir das zu kaufen. Vielleicht für meinen Nekromanten, den ich gerade bastle? Mal gucken. Ein Artefakt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Elder Scrolls Spiel dieses Artefakt stammt? Es ist, glaube ich, nicht aus Skyrim. Das wüsste ich. Bin ich zumindest der Meinung. Ist es aus Oblivion oder ist es aus The Elder Scrolls 3 Morrowind? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten Waffen der Ebenstahlritter kommen auch wieder in den Kronenshop. Gut. Alles klar. Waffen der Vicosa, auch ein ganz cooler Stil. Der eine oder andere wird es mögen auf jeden Fall. Wieder leider ein Waffenstil ohne jegliches Bild. Können wir aktuell nicht viel zu sagen. Rüstungspakete von Kenatis Rudel. Das wird einige freuen, weil ich glaube, viele stehen auf diesem Stil. Kommt vom 25. Juli bis zum 1. August in den Shop.
Dann Waffen des Aileiden-Lichts. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Das wird einige freuen. Die anbetungswürdige Assassinen-Frisur kommt in den Shop. Die mögen ja einige. Dann gibt es hier die aniquinischen Oasenaugen. Die könnten gut zu meiner Arkanistin passen, tatsächlich. Und die werden auch separat vom 18. bis zum 25. Juli im Shop sein. Kurze Zeit, aber nice. Ja, und passend zum Midjas-Gemetzel Ende Juli kommen natürlich auch ein paar PvP-Accessoires. Ansonsten, als Kostüme kommen die Mod-Priester-Garderobe. Gab's die schon mal? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gab's die schon mal zu kaufen? Ich werde ganz oft gefragt, was mein Ork für eine komische Brille auf hat. Also mein Ork mit Oberkörper frei und so weiter und so fort, mein Main-Character. Nario hat diese Brille hier auf diesem Bild nicht in Verwendung, aber wenn dieses Kostüm vom 18. Juli, vom 18. bis 25. Juli im Shop drin ist, dann geht mal auf das Kostüm drauf, lasst euch da mal die Details anzeigen, also entweder Rechtsklick oder bei der Konsole eine der angezeigt, also einmal auswählen und dann gibt es da angezeigte Optionen. Und da könnt ihr euch die Einzelteile anzeigen lassen. Und es gibt quasi noch Narios Brille. Und mein Ork trägt Narios Brille. Der ist Teil. Brille mit Ü übrigens, falls ihr es nicht wusstet. Also diese Brille ist Teil dieses Kostüms hier aus dem Kronshop. Ne? Falls ihr euch das also holen wollt, wisst ihr Bescheid. Ja, wieder was Passendes zum Midjas-Gemetzel, klar. Yakan als Housing-Gast, so wie ich das hier mal schätze, oder? Oder ist das das Kostüm? Das ist ein Kostüm. Aha, okay. Yakans Kleidung als Kostüm. Gut, alles klar. Dann Erscheinungen. Da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Ebenerzhaut, ja, okay. Ja, Kisten, wer will's wissen? Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall nicht. Ereignisscheine. Gut, klar, passend zum Midjas-Gemetzel. Dann das Kalthafen Arcanium. Ja, dieses Portal ist ganz nice. Das kriegt man, glaube ich, auch ansonsten. Ja, wobei, doch, ich glaube, man kann es einzeln kaufen, aber es ist dann sehr teuer auf jeden Fall. Da werden sich ja einige drauf freuen. Eine neue Raid-Übungspuppe mit 21 Millionen Leben und den Raid-Buffs. Das Abbild der Schlange. Ne, eine Prüfungs-Raid-Puppe. Ich würde mich ja mal freuen, wenn es eine Raid-Puppe gäbe, die auch zurück angreift. Das wäre zumindest spannend. Würde sich ja bei ihm anbieten, wenn er regelmäßig seine Giftphase machen würde. Naja, aber trotzdem ganz cool. Ansonsten eines der Häuser, selber sogar ein relativ günstiges Haus, weil ich meine, es ist nur ein großes und kein Anwesen. Ist also ganz cool. Dann das Linchel Großanwesen, auch ein hübsches Haus durchaus. Und Hausengäste, unter anderem Relikt-Lehrling Marafas aus der Psychic-Gilde. Sieht auch cool aus, auf jeden Fall. Und Gehilfen, ein neuer Banker. Da habe ich ein bisschen gestaunt, dass der einzeln kommt. Normal, wir hatten ja bisher quasi immer, wenn ein Banker erschienen ist, dann ist ein Händler auch parallel dazu erschienen. Oder beziehungsweise immer, wenn ein Händler erschienen ist, ist dazu auch parallel ein Gegenstück als Banker erschienen. Quasi dann immer beide im ähnlichen Stil. Also zwei Alfiks, natürlich nicht dieselben. Zwei Raben, natürlich nicht dieselben. Einen Feueratrenach. Natürlich, also Feuertrenachen, auch nicht dieselben. Dann die Faktotums aus der Stadt der Uhrwerke, auch nicht dieselben, aber alle immer quasi in einem passenden Stil. Und diesmal release ein Bankerhund einzeln. Also spannend, wie ich finde. Da könnten wir eigentlich mal vorlesen, durchlesen, was hier so steht. Eri wurde von den Bestienzähmern der Nord fachmännisch ausgebildet, um euch und euren Gruppenmitgliedern als sehr guter, ja, so ein guter, persönlicher Bankier zu dienen. Er wagt sich allerdings weder nach Cerodiel noch auf Schlachtfelder. Zu viel Gewalt, zu wenig Streicheleinheiten. Sympathischer Dex auf jeden Fall. Da spiele ich auch mit den Gedanken, mir den zu holen tatsächlich, muss ich zugeben. Dann Reittiere. Ein Reittier der 0. Legion. Ein Nix-Ochse, ja, eine Ebenstahl-Dämerspinne, vielleicht schon eher, könnte ich mir zumindest vorstellen. Noch ein Nix-Ochse, der ist ein bisschen bunter, ja. Beides Mechanoiden, ne, das sind eigentlich beides
Dwemer-Konstrukte sozusagen. Aha. Dann der groß-nibenesische Hengst. Gab es den nicht schon mal über irgendeinen Weg freizuschalten? Ah. Das ist ja mein absoluter Favorit, der Wartwag, ja. Bin ich sehr gerne mit am Questen, weil es, wie ich finde, irgendwie mal was anderes ist. Aber ich mag auch Guas schon ganz gern. Davon gibt es viel zu wenig coole, finde ich, von zwei Beinern. Ja, also der Wartwag. Ein riesiger Ameisenbär, wie ich ihn nenne. Dann, passend dazu, noch ein Zweibeiner, ein Gua und ein Königskrallen-Zentarath. Dann, angepasste Aktion. Ein Runensammler, das müsste man sich dann mal in-game anschauen, wie der aussieht. Ein Andenken, Blütenpracht, ja, okay. Und Begleiter. Der Drachenknochenkonstrukt ist ganz cool. Ja, die anderen Sachen. Ja, ja, weiter mit der nächsten News, würde ich sagen. Des Weiteren ist ja eins der Schmerzthemen von Bethesda, leider muss man sagen, ich gebe ja gerne Geld aus für Bethesda-Spiele, der Merch. Und so gibt es eine gute Info oder eine gute News für alle, die während des Amsterdam-Events sich einen Alfik gekauft haben. Es gab ja die Möglichkeit, sich einen Plüsch-Alfiken zu kaufen, also einen kleinen Khajiit. Und dieser, ja, war jetzt Ewigkeiten irgendwo im Nevada, ist von einem Standort zum anderen Standort von Bethesda geliefert worden. Auf jeden Fall wurde er überall hingeliefert, nur nicht zum Amsterdam-Event im April, wo er eigentlich hätte sein sollen. Die gute Info ist, schaut mal in eure E-Mails rein. Ihr musstet nämlich eine E-Mail beantworten. Ihr habt auf die E-Mail, wo ihr damals beim Amsterdam-Event die Tickets gekauft habt, eine Info bekommen, wo ihr eure Anschrift hinterlegen musstet. Und es ist jetzt bald soweit, irgendwann Ende Juli verschickt Bethesda die Sachen an euch, kostenlos natürlich vom Versand her, weil eigentlich wäre ja kein Versand nötig gewesen. Ich habe noch mehr tolle News zum Thema Merch und bitte betrachtet das Ganze jetzt mit ein bisschen einer kleinen Salzprise, denn ich habe schon sehr viel Geld in The Elder Scrolls Online gelassen und ich habe mir schon sehr viel Elder Scrolls Merch gekauft. Einfach weil ich diese Spiele liebe und auch die Entwickler gerne unterstützen möchte, was das angeht. An dieser Stelle hier also kein böses Blut von mir. Wo ich allerdings Schwierigkeiten sehe, ist bei dem Unterschied, der zwischen Europa und NA gemacht wird. Ey, Bethesda, ihr habt so viele Fans in Europa. Warum lasst ihr die auf dem Trockenen sitzen? Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt nämlich viele coole Sachen im nordamerikanischen Bethesda Gear Store. Wobei man jetzt sagen kann, okay, hier so eine Shadowbox für $165, das ist übrigens der Nettopreis, da kommen dann nochmal Steuern obendrauf, also auch wenn ihr jetzt in Nordamerika wohnen würdet, naja, kann man halten, was man möchte von. Oder, was ich mir gerne gekauft hätte, weil ich es tatsächlich ganz cool finde, ein Stream Deck im Stile von Fallout. Ist zwar ein kleines Stream Deck, aber eine geile Sache. Würden sich vielleicht einige wünschen. Oder einfach nur die Plate. Man kann nämlich hier die Plates einfach austauschen bei den kleinen Stream Decks. Für 15 Euro meinetwegen oder sowas in der Richtung. Vielleicht sogar 25 Euro. Würde ich kaufen, wenn es das denn im europäischen International Store gäbe. Es ist übrigens Sale. Es gibt bis zu 60% Rabatt auf... Ach so, aber die Statue für 210 Euro, die ist auf 100 Euro rabattiert. Und das, obwohl die noch nicht mal ausgeliefert wurde an die Person, die die für 210 Euro gekauft haben. Mich zum Beispiel. Aber es gibt jetzt ein Maskenset für 120 Euro. Ihr habt gedacht, die Maske ist so groß, dass ihr die irgendwo dekorativ hinstellen könnt, weil die so groß ist vielleicht wie euer Kopf oder sowas. Nee, die Masken sind 8 mal 10 cm groß. Ja. Na gut. Kann man sich kaufen. Wenn man die 120 Euro hat. Vorausgesetzt, die Sachen werden auch geliefert. Naja. Was ihr machen könnt, und tatsächlich kommen die Sachen demnächst bei euch an und die Sachen sind alle lieferbar, einfach mal in meinem Merch-Store vorbeischauen. Die Sachen, wenn ihr die jetzt bestellt, werden auch noch bis zur ESO-Taverne geliefert und es gibt bei mir auch 15% Rabatt.
Wenn ihr da also Bock drauf habt, schaut da gerne mal vorbei. Natürlich hier Hashtag Werbung an dieser Stelle. Zum Beispiel unsere coolen halbdurchsichtigen Norbert-Tassen. Oder unsere Esofem-Tasse. Wenn ihr nichts mit Alexos am Hut habt, ist das völlig okay. Denn auf keinen meiner Merch-Sachen steht irgendwo, schaut vorbei auf twitch.tv/alexos. Oder guckt mal bei YouTube vorbei, denn ihr seid nicht meine ihr seid nicht mein Werbeplakat. Aber ihr könnt euch trotzdem geilen Merch kaufen, wenn ihr da Bock drauf habt. Zum Beispiel hier die Tasse mit dem WASD-Skill-Format. Eigentlich eine mega geile Sache. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben da richtig Mühe reingesteckt an dieser Stelle hier, um hier für coole individuelle Merch-Motive zu sorgen. Oder ganz neu, weil sich das gewünscht wurde, auch noch vor der ESO-Taverne released, eine angepasste Version des ESO-Fan-Motivs extra für Cappies, weil das große ESO-Fan-Motiv nicht auf Cappies passt. Also schaut da gerne mal vorbei. Aktuell gibt es auf jeden Fall Rabatt drauf an dieser Stelle hier. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen auf der ESO-Taverne eben genau mit diesem Merch rumlaufen zu sehen. Das wäre richtig super. Ganz neu für euch ist übrigens auch jetzt hier an dieser Stelle mein Schriftlehre-Guide erschienen zum Thema ESO-Scribing. Schaut da also mal vorbei, falls ihr euch mit der Schriftlehre auseinandersetzen wollt. Und für meine Patreons gibt es jetzt auch diesen Schriftlehre-Guide in einer schriftlichen Version. So zum Beispiel eben für Aquarien Academy, Bernd W., Eiswindchen, Seppal, Kebi, Carsten, Lehmann, Andri, God of War, Cytef und Nesui. Bis zum nächsten Video. Haut rein!